Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.28. Und da haben wir mal wieder eine Mercedes-Benz Travago 2016 in der Version 4.5. Und sind wir dann wieder beim Euro Coach Simulator angelangt? Ja, beim Euro Truck Simulator gibt es ja so viele, ja, Bushaltestellen, da würde man ja wohl denken, dass da irgendwann mal vielleicht 2018 mal ein paar Busse reinkommen. Na, warten wir ab, aber wir gehen erstmal zum Mercedes-Händler. Mercedes ist natürlich hier drin im Spiel und dann gucken wir auch einfach mal, wo ich diesen Bus oder was ich da alles ändern kann. Wir haben den aber auch schon öfters gesehen, glaube in der 4.0 und ja, der hat sich bestimmt ein wenig verändert. Vielleicht nur Kleinigkeiten. So, also wir können natürlich am Fahrerhaus nichts machen, aber wir können das Fahrwerk tiefer legen. Ja, ob es für den Bus jetzt angenehm ist, den jetzt noch ein bisschen tiefer zu legen, ja, muss dann jeder selber wissen. Wir haben aber auch die Möglichkeit von 320 bis knappe 600 PS, 568 PS, wohlbemerkt, können wir hier in dem Bus verbauen. Das ist schon ordentlich. Man sieht jetzt nicht hier einen großartigen Ausschlag, ne? Das sind Nuancen, aber ich gehe davon aus, dass der so rund 400 PS eigentlich hat. Gut, wir lassen mal den stärksten Motor. 12-Gang-Getriebe, 8, 6 und 12-Gang können wir wählen. Der Innenraum, der bleibt so. Wir gucken hier aus der Mittelsicht. Und dann bei den Lackierungen, ja, Farben, ich habe hier das Gold gewählt. Das wird nicht richtig angezeigt. Gehen wir weiter. Wir könnten hier halt Panzer. Ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Anspielung sein soll. Ich habe da jetzt keine richtige Ahnung und würde auch nicht großartig eingehen, was da jetzt so passiert ist. Gut, alles klar. Wir nehmen jetzt unser kräftiges Gelb und dann werden wir mal schauen. Wir könnten hier, wie gesagt, auch noch ein paar, ja, andere Leisten und Farben noch ranmachen. Also ist schon einiges vorhanden. Wir werden mal hier das hier nehmen. Könnte durchaus Probleme beim Lenken geben. Und dann wählen wir einen Reifentyp. Und der wird auch hinten gleich umgeändert, ne? Also das seht ihr, es wird gleich umgeändert. Die Michelin-Reifen funktionieren auf jeden Fall. Hier auch die gleiche Sache, auch viele unterschiedliche Farben. Ihr seht, welche Farben da alle zur Verfügung stehen. Ja, werden wir jetzt nicht großartig alle durchgehen. Auch hier sind auch wieder einzelne Farben. Ich lasse mal hier dieses Grau, Chrom. Das ist eher so grau. Hier ist nochmal so eine Chrom-Zierleiste. Hier könnte ich noch einen Namen eingeben, wenn ich das möchte. Und ja, würde ich aber jetzt davon abraten, ne? Sieht nicht so toll aus. So, dann haben wir hier diesen Halbmond. Hier, das ist wahrscheinlich noch ein Platzhalter für so ein Skin. Oder den. Ja, aber ist weiter nichts drin. Also jetzt bei mir in der Version. Gut, gucken wir mal. Hier gibt es auch noch mal einzelne Leisten und Applikationen. Machen wir einfach mal die erste immer. Gehen hier unten hin. Hier haben wir so eine schwarze Lippe, wirkt aber irgendwie, als wenn die da nicht hingehört. Ja, die Kennzeichen. Ihr könnt ja wieder mal mitraten, wo könnte das sein, in welcher Region. Ob es vielleicht wieder Istanbul oder Izmir oder wie auch immer sein könnte. So, wir machen mal das hier rein. Hier oben haben wir auch nochmal so eine schwarze. Was soll das sein? Wir machen es mal in Chrom. Den Spiegeln kann ich nichts machen, aber wir könnten hier hinten noch was ändern. Drehe ich mal den Bus. Da haben wir jetzt auch wieder ein paar Sachen und zwar manchmal so, der Bus ist halt zu groß für die Halle. Da haben wir hier unten noch so einen Schmutzfänger, hier noch so eine Leiste. Hier könnten wir noch so eine Umrahmung machen. Ja, machen wir mal in Chrom. Hier zeigt er mir jetzt gar nichts an. Warum auch immer. So, das hier. Hier oben. Noch so eine Halterung.
Aber das wird mir irgendwie nicht so richtig angezeigt. Naja, vielleicht habe ich nur falsch geguckt. So, hier wäre noch so eine Leisten dran und da nochmal Schmutzfänger. So, gehen wir mal in den Innenraum. Was kann ich da machen? Und da sehe ich, da kann ich eigentlich so gut wie gar nichts machen. Das ist von vorne. Der bleibt so. Der Spiegel bleibt auch so. Ja, ich kann jetzt dann noch ein bisschen so rumklickern, aber dann wackelt das Bild. So, knappe 100.000. So sieht er aus. Schöner Bus. Nur, ich wollte eigentlich so eine Flixbus-Lackierung, aber die funktioniert irgendwie nicht so richtig. Deswegen kann es durchaus sein, dass dir das bei der Lackierung hier zum Beispiel nicht richtig funktioniert. Okay, gehen wir raus. Und jetzt kommt natürlich wieder das sogenannte Ratespiel. Wo ist der Maximus? Vielleicht hat der eine oder andere da schnell was gesehen. Ich mach mal das Licht an. Und was wir sehen ist, die werden so beleuchtet, ne? Auch innen wird es beleuchtet hier vorne. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht bestimmt in der Nacht richtig heavy aus. Sind wir mal rotzfrech. Überall haben wir Möglichkeit, Fernsehen zu gucken und ein großes Navigationssystem. Der lässt uns hier mal vor. Ich fahre das jetzt mit Lenkrad und ich muss wirklich sagen, dass selbst mit Lenkrad fühlt sich das ganz, ganz gut an. Blinker scheinen auch alle zu funktionieren. Ah, der aufmerksame Zuschauer wird wahrscheinlich schon gesehen haben, wo ich bin. Uiuiuiuiuiui. Ja, mit Lenkrad fährt sich das auf jeden Fall wahrscheinlich noch besser. So, Bordcomputer, ich soll ja auch ein bisschen von unten zeigen. Man sieht schon, hier fehlt so ein bisschen Kontrast, ne? Also da fehlt wirklich noch was. Aber so sieht das schon mal ganz cool aus. Hinten ist natürlich wieder offen. Das haben wir bei den letzten auch schon so gesehen. Und ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt schon mitbekommen haben, wo ich mich jetzt gerade befinde. Oh. Nein. Deswegen fahre ich extra hier lang. Ja, ist schon ein schöner Bus. Hoffentlich kommt da irgendwann mal eine richtige Lackierung. Dann könnten wir nämlich mit einer neuen Lackierung auch mal hier lang fahren. Und dann geht's ab in den Kreisverkehr. Ein bisschen länger, was wir heute machen. Und Maximus nimmt natürlich alles wieder mit. Bisschen übertrieben mit den ganzen Lichtern hier, ne? Obwohl bemerkt, ich bin ja wieder auf der ProMods unterwegs. Das sieht schon echt herrlich aus. So, das soll es dann aber auch gewesen sein mit dieser Vorstellung und diesem Bus, der uns ja natürlich schon ein bisschen bekannt ist, ne? Also, ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.